Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man eigentlich so ein Buch hier mit einer selbstklebenden Folie für zum Beispiel die Schule richtig einbinden kann. Wenn du Bock darauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Zuerst einmal lege ich mein vollkommen geöffnetes Buch hier auf meine Folie drauf und schaue mal, dass wirklich von allen Seiten hier genau 4 cm Abstand gehalten werden. Also bei meinem Fall sind das jetzt genau zwei Kästchen hier unten, zwei Kästchen hier drüben und hier oben, das sind jetzt ein bisschen mehr als zwei Kästchen, doch das ist auch egal, muss ich das Ganze natürlich auch noch entsprechend kürzen. Hierfür sollte man am besten eine sehr scharfe Schere verwenden, denn dann kann man normalerweise auch hier so einfach schön durchschneiden. Danach das geöffnete Buch schön mittig auf unserer Folie ausrichten und einfach mal die 4 Buchecken mit einem Stift sauber markieren. Wenn wir diese Ecken markiert haben, dann auch mal beim Buchrücken hier die linke Seite, die rechte Seite und natürlich auch hier oben bei unserem Buchrücken die rechte und die linke Seite sauber markieren. Ich nehme mein Buch und am besten zeichne ich jetzt mal mit einem Geodreieck alle Ecken hier genau im 45-Grad-Winkel sauber an. Die Ecken passen und jetzt zeichne ich mal die Punkte bei meinem Buchrücken auch im 45-Grad-Winkel an und verbinde anschließend hier diese Punkte miteinander, dass ein schönes Trapez entsteht. Danach wieder unsere Schere nehmen und einfach mal an diesen Strichen entlang schneiden. Die Vorlage ist ausgeschnitten und jetzt nehme ich mal hier die Trägerfolie von meiner Folie ab. Natürlich sollte ich die Folie auch noch unten schön festhalten und schau einfach mal, dass die Trägerfolie ein bisschen über die Mitte hier abgemacht wird. Jetzt kann ich nämlich mein Buch zur Hand nehmen, wo die Oberfläche natürlich staub- und schmutzfrei sein sollte. Und dann schaue ich mal, dass ich den Buchrücken wirklich schön mittig hier auf meine Folie aufbringe. Als Orientierung kann man sich hierbei natürlich dieses Trapez jetzt auch schon zur Hand nehmen. Und dann klebe ich es mal noch etwas mit Druck nach unten fest. Der Buchrücken klebt schon fest und jetzt gehe ich mal mit meiner linken Hand hier auf der linken Seite unter meine Folie, nämlich noch drunter und klappe einmal das Buch wirklich schön mit Gefühl, langsam, aber sicher vom Buchrücken aus nach vorne hinweg. Und jetzt halt wirklich auch noch mit Gefühl hier etwas zusammendrücken, dass die Folie anschließend auch schon leicht hier nämlich hinten drauf klebt, so wie es sein sollte. Ich bin jetzt auch ein großer Fan von so einer speziellen Rakel für das Folieren, denn hier kann ich jetzt von der Mitte aus nämlich schön einmal die Folie nach außen hin platt drücken und wenn zum Beispiel irgendwo noch Lufteinschlüsse drin wären, dann würde ich diese so auch auf jeden Fall noch rausbekommen. Jetzt einmal die erste Seite hier aufschlagen, das Buch muss übrigens auch nicht auf dem Schreibtisch aufliegen und dann kann ich hier mal meine Folie nämlich in der Mitte so leicht mit etwas Zug hinkleben und von der Mitte aus gehe ich wieder schön langsam mit meinem Daumen rüber, dass diese Folie auch straff dran gemacht wird. Dasselbe Spiel mache ich natürlich auch mit dieser Folie hier unten einmal und anschließend auch mit der Folie auf der oberen Seite. Wer es ganz sauber haben möchte, kann natürlich hier auch wieder die Rakel zur Hand nehmen und irgendwelche Lufteinschlüsse schön sauber herausschieben. Für die Vorderseite hier funktioniert das natürlich jetzt wieder genauso. Ich muss zuerst einmal hier noch meine Trägerfolie entfernen, danach die Folie schön straff halten und mein Buch dann wieder langsam nach unten hin umfallen lassen. Auch hier empfehle ich, dass wir das anschließend wieder umdrehen und erst einmal mit der Rakel bearbeiten, dass es natürlich auch um einiges schöner ausschaut. Danach unsere erste Seite hier einfach öffnen und dann wie bei der Rückseite vorhin auch das Ganze mal schön nach innen hin umklappen, dann mit die Daumen etwas nach außen festschleifen und dasselbe Spiel natürlich hier oben und hier unten auch wieder. Zum Schluss kann man wieder mit der Rakel das Ganze noch etwas schöner machen und somit haben wir auch schon unser Buch richtig mit der Selbstklebefolie eingebunden und diese Folie lässt sich übrigens ganz vorsichtig auch wieder von unserem Buch anschließend entfernen. Wenn du dir für zu Hause jetzt übrigens die vermutlich beste Schutzfolie für Bücher überhaupt, eine neue scharfe Schere, so eine spezielle Rakel oder auch ein neues Geodreieck zulegen möchtest, dann kann ich dir hier für Amazon empfehlen. Hier hast du nämlich eine sehr hohe Qualität von Markenherstellern zu einem relativ günstigen Preis. Das Beste hierbei, das Ganze wird direkt zu dir nach Hause geliefert und du musst dich extra ein Geschäft hierfür fahren. Wenn du dir als eins von diesen Untersuchungen hier mal zulegen möchtest, dann einfach hier unten drunter in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten. Wenn dir das Video gefallen und somit auch weitergeholfen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Außerdem kannst du hier oben meinen Kanal kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen. Und hier unten drunter gerne einmal ein Problem bei dir zu Hause in die Kommentare schreiben, wofür du einfach noch keine richtige Lösung gefunden hast.